Keine Roaming-Gebühren mehr. Endlich. Telefonieren, egal ob man anruft oder angerufen wird, SMS versenden und surfen im mobilen Internet ohne zusätzliche Kosten. Gilt in allen 28 EU-Staaten, außerdem in Norwegen, Island und Liechtenstein. Bei vielen Anbietern auch noch in anderen Ländern. Aber klar, Ausnahmen gibt es auch. Und deshalb kann es an manchen Stellen trotzdem teuer werden. Telefonieren im Ausland ist das eine. Wer aber zum Beispiel gerade in Italien ist und von dort eine italienische Nummer anruft oder ansimst, zahlt genauso viel wie vorher. Gleiches gilt auf hoher See. Also zum Beispiel, wenn man von einem Kreuzfahrtschiff aus telefoniert. Unbedingt vorher schlau machen. Denn da können in einer Gesprächsminute 5 bis 10 Euro zusammenkommen. Es gibt Anbieter, die haben eine Inlandsbindung. Meistens sind das extrem günstige Verträge. Da gibt's einfach kein Roaming und damit auch kein Telefonieren im Ausland. Ganz clevere könnten auf die Idee kommen, dauerhaft günstigere Verträge aus dem EU-Ausland mit nach Hause zu nehmen und hier zu nutzen. Der Anbieter hat dann aber das Recht, nach einer Vorwarnung zusätzliche Gebühren zu verlangen. Und Achtung, Fieldsurfer! Anbieter dürfen fürs EU-Ausland Volumenbegrenzungen festlegen, auch wenn es zu Hause keine gibt. Wer sie überschreitet, muss zahlen. Spätestens wenn rund 47 Euro zusammengekommen sind, ist der Anbieter verpflichtet, einen Warnhinweis zu schicken. Trotzdem, das tut weh.